Hallo zu einem neuen Video auf dem Mami-Vlog und ihr habt schon gesehen, ich finde, wir haben immer noch nicht genug Videos mit Ideen für so richtig tolle Airfryer-Snacks. Hier kommen einige mehr, die ihr ausprobieren müsst und die dazu noch richtig gut zum Mitnehmen geeignet sind. Also zum Beispiel passend zum Sommer auf den nächsten Ausflug, ins Strandbad oder zum Picknick. Viel Spaß beim Zuschauen und dann wollen wir weitermachen. Ich glaube, im Nachhinein hätte dieses Video auch ein gutes, gesundes Chips-Video abgegeben. Aber stimmt nicht ganz, deshalb habe ich es auch nicht so genannt. Es sind insgesamt super leckere, knackige und schnelle Ideen zum Mitnehmen dabei, die man easy machen kann und kalt mitnehmen kann. Und das auch mit Dingen, von denen man vielleicht dachte, dass man sie nicht mehr verwerten kann. Der nächste Ausflug kann also kommen. Wir schwingen uns mit unseren Snacks im Gepäck mal wieder auf die Fahrräder. Und bevor wir zu den konkreten Snacks kommen, kommt hier aber auch direkt erstmal eine erneute Empfehlung. Diesmal vor allem, weil die Plattform so gut bei euch ankam und vielen von euch der Tipp dazu gefallen hat. Es geht wieder um Upway. Für mich kann die Plattform jeder auf jeden Fall mal kennen. Auf jeden Fall alle, die schon immer gerne ein E-Bike, ein Pedelec, ein E-Lastenrad oder ähnliches haben wollten. Upway ist die Plattform für refurbished E-Bikes. Also ich brauchte im Frühjahr dringend ein neues Fahrrad und hatte mich da auf die Suche nach einem E-Bike gemacht. Habe die Plattform in dem Zusammenhang getestet und bin echt zufrieden. Neue E-Bikes sind ja bekanntlich nicht günstig, aber wer die Plattform kennt, kann eine ganze Menge sparen. Die bieten eine große Auswahl ausschließlich refurbished E-Bikes vieler beliebter und namhafter Marken an mit bis zu 60% Ersparnis. Also kurz erklärt, refurbished bedeutet, dass die E-Bikes gebraucht sind, aber von professionellen Mechanikern rundum geprüft und erneuert wurden. Und dadurch haben die E-Bikes ein ganzes Jahr lang Garantie auf Motor, Akku und Elektronik und zusätzlich kann man 14 Tage Probe fahren. Und man wird auch gut informiert, also auf der Website bekommt man übersichtlich alle wichtigen Infos zur passenden Größe, zum Zustand des Bikes und kann sich mit Hilfe des Leitfadens beraten lassen und im Chat auch nochmal Fragen stellen. Und dafür haben sie auch wieder einen Rabattcode rausgegeben, finde ich auch immer sympathisch. Ab einem Mindestbestellwert von 500 Euro bekommt ihr einen extra Rabatt von 150 Euro auf jedes E-Bike und Zubehör. Ich muss sagen, ich empfehle Upway gerade hier in unserer Community sehr gern, weil ich finde, dass ein E-Bike echt hilfreich sein kann, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade bei Geschwistern manchmal echt schnell bei einem anderen Kind sein will oder muss, weil sich die Geschwindigkeiten der Kinder total unterscheiden und viele ja je nach Altersklasse und Erfahrung noch nicht alle gleich sicher auf dem Fahrrad sind. Für mich macht das Fahrradausflüge echt schön entspannt, gerade wenn man nicht so die Sportskanone ist wie ich. Aber jetzt zurück zu den Airfryer-Snacks, die wir auf die Fahrradtour mitnehmen können. Die Tortilla-Chips sind ein gutes Beispiel für eine Idee, mit der man Reste gut verwerten kann, finde ich. Denn ich zumindest habe oft so eine angebrochene Packung davon in der Schublade und die sind eben sehr schnell so ein bisschen oldie, wenn man sie nicht direkt aufbraucht. Also werden schnell hart in der geöffneten Verpackung. Deshalb starte ich am besten auch mit diesem Snack to go. Der Airfryer ist dafür nämlich der Retter in der Not. Ihr könnt sie einfach mit der Schere oder dem Pizzaroller zu kleinen Dreiecken schneiden, mit Öl besprühen und dann würzen, wie ihr möchtet. Also ich habe hier mal eine ganz einfache süße und eine salzige Idee, die beide mega ankam bei den Kindern. Die süße, na klar, noch mehr. Dafür kommt eine Zucker-Zimt-Mischung dazu. Das vermengt man einmal gut und kann noch mal ein bisschen was reingeben. Das klebt so ein bisschen an manchen mehr, an manchen weniger. Das macht am Ende aber nichts. Das schmeckt super. Damit sie dann gleichmäßig lecker werden, könnt ihr ein Gitter in den Airfryer-Korb legen, die Tortilla-Dreiecke draufschmeißen und bei 180 Grad ca. 9 Minuten heiß frittieren. Dazwischen kann man immer so ein bisschen schütteln. Und zusammen mit so einem Joghurt-Dip aus griechischem Joghurt und Marmelade zum Beispiel schmeckt das allen wieder. Aber auch mit Meersalz bestreut statt Zimt und Zucker, zusammen mit Frühlingsquark als Dip, ist das ein Snack, den wirklich jeder unterwegs gerne einfach so wegfuttert. Der nächste leckere Snack aus dem Airfryer, bei dem ich die Idee alleine schon cool finde, wie die Kartoffeln geschnitten sind. Auch egal, ob im Ofen gebacken oder im Airfryer heiß frittiert, sind diese Gitterkartoffeln. Dafür schneidet man mit einem Wellenschneider im Wechsel quer und hochkant die Scheiben von einer rohen Kartoffel ab. Wellenschneider gibt es auch übrigens im Mami-Blog-Shop. Den liebe ich sowieso, weil den benutzen die Kinder gerne und für die Brotdose kann man den immer gebrauchen. Also nach jedem Schnitt dreht man dann die Kartoffel und dann bekommt man solche coolen Gitterscheiben. So einfach, oder? Die Kinder finden die Kartoffel dadurch direkt dreimal so interessant. Damit lohnt sich das doch schon für mich. Sie können auch so schon gewürzt werden, aber legt man sie dann für ca. 10 bis 15 Minuten in kaltes Wasser und spült sie danach ab, hat man einen Großteil der Stärke entfernt. Guck mal, ihr seht die Stärke hier in der Schüssel. Und weniger Stärke bedeutet, die Kartoffeln werden weniger pappig und deutlich knuspriger. Schön trocken tupfen und dann mit Öl, Salz und wer mag Paprika würzen und ab damit in den Airfryer. Relativ lange brauchen die, so 20 Minuten ungefähr bei 200 Grad, um knusprig zu werden und können dann abkühlen. Und auch hier passt wieder unser Frühlingsquark als perfekter Dip. Ich habe mir bei den Dips jetzt keinen Aufwand gemacht. Einen schnellen Dip kann man natürlich auch selber machen, aber ich finde, Frühlingsquark geht auch immer.
So, und jetzt komme ich zum mega gesunden, aber wieder mal super leckeren Bananenrezept für mini handliche kleine Happen, die man so wegessen kann, aber die auch in den Joghurt-Marmeladedip eingetaucht sehr lecker schmecken. Das Grundrezept kann man später abwandeln mit allem, was man mag, aber den Basisteig bekommt ihr erstmal so hin. Das ist jetzt eine ganze Menge, ich habe viel gemacht. Wer den Teig nur für den Airfryer-Snack macht, rechnet natürlich runter. Hierfür habe ich jetzt 3 Bananen gequetscht, 2 Eier, 150 ml Milch und 50 ml Pflanzenöl reingegeben. Das Ganze erstmal verrührt und jetzt 250 Gramm Dinkelmehl mit 2 Teelöffel Backpulvern nochmal vermengt und wer es mag, kann noch einen Teelöffel Zimt ungefähr reingeben. Alles nochmal gut durchmixen und fertig ist dieser perfekte Grundteig. Der ist so schon echt lecker. Man kann den so wegessen und wenn der Teig schmeckt, schmeckt auch meistens das Backergebnis sehr gut. So, ich fülle den hier in unsere Mami-Block-Förmchen. Guckt mal, aus dem Airfryer, was für schöne Mini-Gugelhupf-Formen da rauskommen. Wie gesagt, die Menge an Teig reicht jetzt auch noch für mehr. Ich finde, hier passen gehackte Walnüsse und Birnen perfekt rein, aber auch gehobelte Apfelscheiben oder andere gehackte Nüsse, wie man es mag oder was man da hat. Die Donuts backe ich jetzt im Backofen, die Muffins im Airfryer, je nachdem welche Menge und in welcher Form. Das gelingt alles, also nach dem Backen oder heiß frittieren muss man es ein bisschen abkühlen lassen und dann aus der Form nehmen. Alle schmecken lecker, sind gelingsicher und perfekt zum Mitnehmen und zum Essen für unterwegs. Dauern alle je nach Größe so 15 bis 20 Minuten im Airfryer oder im Backofen bei ca. 180 Grad. Macht da einfach mal die Stäbchenprobe, irgendwann sind sie fertig. Aber jetzt nochmal zu einem Snack, der auch jedem schmeckt. Ihr könnt dafür Aufbackbrote oder härter gewordene Brote, Brötchen, Baguettes, was auch immer nehmen, für die ihr keine Verwendung mehr findet. Ich zeige euch das auch wieder einmal süß, einmal herzhaft und beides ist mega, verspreche ich euch. Ich hatte jetzt hier noch 2 Bagel übrig, habe sie zerschnitten in kleine Stücke. Ja, und jetzt kommt die geschmolzene Butter. Ist leider die ungesunde Geheimwaffe dahinter. Aber Leute, das gibt einem so viel. In beide Mischungen kippe ich sie rein. Die süße Variante bekommt jetzt eine Zucker-Zimt-Panade und in die herzhafte kommt, na klar, Knoblauch, viel Salz, bisschen Pfeffer und Rosmarin oder nach welchen Kräutern euch gerade ist halt. Beides ab in den Airfryer und nach 6 Minuten bei 180 Grad bekommt ihr die leckersten Brotchips der Welt. Selbstgemacht und für jede Gelegenheit ein perfekter Snack und immer noch viel besser und kostengünstiger als die gekaufte Variante. Knusprig, lecker und das bleiben sie auch abgekühlt in der Tupperdose mehrere Tage lang. Ja, und dann will ich sie noch erwähnt haben, nicht weil ich sie für alltagstauglich im Elternleben halte, eher weil ich so ein bisschen erstaunt und überrascht war und auch ein bisschen begeistert, dass das tatsächlich geklappt hat. Es geht um die berühmten Reischips aus Reispapier, also im Moment in der Fitnesswelt irgendwie als geilster Chipsersatz ever gefeiert. Sämtliche Videos dazu sind viral gegangen. Allerdings muss ich sagen, die Ausbeute im Airfryer ist so gering, dass ich glaube, dass keine Mama dieser Welt die Zeit aufbringt, solche Chips zu frittieren. Wofür halt, da gibt es nicht so wirklich einen Grund, aber weil ich es lustig fand, das mal auszuprobieren, nehme ich das mit rein. Und man kann die halt auch wieder würzen, wie man mag. Süß, salzig oder richtig scharf. Also manche Kinder wollen es vielleicht mal ausprobieren. Janni zum Beispiel freut sich immer über seine ultrascharfen Takis so und hat auch schon die ein oder andere Schulchallenge damit gewonnen. Deshalb habe ich mal ordentlich Cayenne-Pfeffer mit rangegeben. Kam jetzt nicht so gut an, aber trotzdem mal gezeigt, wie es funktioniert. Wir fanden es erstaunlich. Man lässt dafür Reispapier ganz kurz in Wasser einweichen. Wirklich kurz, unter einer Minute. Sonst kleben die zu stark aneinander. Und dann halbiert man das Reispapier und schneidet dann kleine Rechtecke zu. Mit dem Pizzaroller funktioniert das am besten. So, und die legt man jetzt auf das Airfryer-Gitter, so, dass sich nichts berührt, sonst kleben die nachher auch wieder zusammen und packt sie für 5 Minuten bei 200 Grad in den Airfryer. Die Rechtecke plustern sich da drin auf und werden tatsächlich zu solchen Krabbenchips-ähnlichen Luftpolstern. Man hört es übrigens, wenn sie fertig sind, weil dann fangen sie an, im Airfryer rumzufliegen. Und genau dann könnt ihr sie auch rausholen. Damit sich das Ganze jetzt lohnt, noch ein paar weitere Runden fertig machen und dann allesamt zurück in die Box, nochmal mit ein bisschen Öl besprühen und nochmal eine Minute frittieren. Sie schmecken nach nichts, deshalb ganz nach Belieben würzen. Diese poröse Struktur nimmt alle Gewürze echt gut auf. Ja, wie gesagt, irgendwie nett und deshalb noch ein Video gelandet, aber für den Alltag für mich definitiv durchgefallen. So, und das war's auch schon wieder, ihr Lieben, mit diesem Video. Probiert die Snacks aus, wir fanden sie gut. Und wer an den Bikes interessiert ist und am Rabatt, klickt sich nochmal durch die Infobox unten durch. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Video am Sonntag pünktlich um 7:30 Uhr online.